MEF Kompakt wird Ihnen präsentiert von Pulsschlag, dem Bike- und Sportspezialist im Erzgebirge. Ihr Fachhändler für Mountainbikes, E-Bikes, Tourenräder, Trekkingräder, Rennräder und Kinderfahrräder. Ja, es ist wieder soweit. Wir feiern Geburtstag am 9. November und Sie feiern mit. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr in unserem Geschäft an der Natschung 2 in Olbernhau-Grüntal. Es erwarten Sie zahlreiche Sonderangebote mit bis zu 50% auf Auslaufmodelle. Des Weiteren gibt es Neuheiten und Ausblicke auf die kommende Radsaison und vielleicht sogar die ersten Weihnachtsgeschenke. Nutzen Sie die Chance und testen Sie die E-Bikes und das Enduro-Bike beim Geburtstag von Pulsschlag am 9. November von 10 bis 18 Uhr an der Natschung 2 in Olbernhau-Grüntal. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten mit einem Grenzgänger-Spezial. Im Rahmen der 11. Marienberger Film- und Fototage gibt es eine Reihe verschiedener Veranstaltungen, so zum Beispiel die Grenzgänger-Ausstellung vom 1. bis zum 17. November. Historisches und Aktuelles rund um den Lokalfernsehpreis Grenzgänger und alte Rundfunkgeräte hautnah. Radios erzählen Geschichte. Wir haben uns mit Frank Langer, einem der Initiatoren des Grenzgängers, getroffen und dieser hat natürlich alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst. Bereits zum 8. Mal findet der Erzgebirgische Fernsehpreis Grenzgänger dieses Jahr in Marienberg statt. Am 8. und 9. November wird Marienberg wieder zum Mekka für TV-Macher in ganz Deutschland und darüber hinaus. Wir haben auch Einreicher aus Tschechien dabei. Insgesamt gibt es dieses Jahr 140 Beiträge, die durch die Jury zu bewerten sind. Ist zwar etwas weniger als in den letzten Jahren, aber dafür sind Sender, Einreicher dazugekommen, die wir die letzten Jahre nicht hatten. Eine sehr positive Entwicklung, finden wir sehr gut. Es wird an dem 8. November, wie im letzten Jahr auch, am Freitag vor dem eigentlichen Grenzgänger einen Medientalk geben. Dort sitzt in dem Podium eine große Gruppe an Leuten, die sich ja, direkt oder indirekt mit dem Erzgebirge beschäftigen. Das Thema ist hier geblieben. Wir wollen herausfinden, wie Geschäftsleute, wie Politiker, wie Medienmenschen mit dem Thema Heimat und insbesondere mit unserer Region, dem Erzgebirge, umgehen. Am Samstag folgt dann wieder die Auswertung der eingereichten Beiträge zusammen mit der Jury. Das ist eine Sache, die besonders gut beim Grenzgänger ankommt, ist daher gescholten, dass Fernsehmacher ja selten, Lokalfernsehmacher in erster Linie, selten zusammenkommen. Jeder ist in seinem Gebiet ansässig und tätig. So haben die Macher, die Leute, die Fernsehmacher die Möglichkeit, einmal untereinander auszutauschen, welche Möglichkeiten gibt es, Beiträge zu gestalten, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Und das im Austausch mit der Jury kommt immer sehr gut an und macht den Grenzgänger zum Beispiel aus. Und der Höhepunkt am Abend wird die Preisverleihung, die Auszeichnungsgala im Haus Hanischallee der Erzgebirgssparkasse sein. Wird wieder ein kleines Highlight werden mit einigen Schmankerln und einer schönen Ausgestaltung in verschiedenen Bereichen mit Musik, mit den Videos, die gewonnen haben. Und am Ende einer echt tollen Aftershow-Party, die dieses Jahr aber wieder in die Baldauf-Villa zurückkehrt. Das war der Wunsch der Fernsehmacher, der Teilnehmer, einfach den Abend gemütlich am Kamin der Baldauf-Villa ausklingen zu lassen. Ein besonderes Highlight für unsere Zuschauer wird natürlich wieder sein, selbst einen Preis mitzubestimmen. Nicht nur die Fachjury hat die Möglichkeit, Punkte und dementsprechend Platzierungen zu vergeben, sondern auch Sie, werte Zuschauer. Sie haben die Gelegenheit, auf www.grenzgänger-fernsehpreis.de aus der Auswahl an Werbespots die besten 5 ins Finale zur Auszeichnungsveranstaltung zu wählen. Und das Beste wäre natürlich, Sie würden unsere Beiträge, die vom MEF, mit Ihren reichlichen Klicks auf www.grenzgänger-fernsehpreis.de genau in dieses Finale wählen. Danke.
Am 11.11. ist es wieder soweit. Die fünfte Jahreszeit beginnt und somit auch die Saison der Närrinnen und Narren. Der Marienberger Karnevalsverein lädt am Montag, dem 11. November um 16.11 Uhr zur Schlüsselübergabe mit einem herzlichen MCV-Hellau alle Freunde des Faschings in die Stadthalle in Marienberg ein. Die Willi-Löschner-Gedächtniswanderung. Der Erzgebirgszweigverein Pobershau-Rittersberg lädt am Sonntag, dem 10. November, zur Jahresabschlusswanderung ein. Die geführte und 8 Kilometer lange Rundwanderung startet um 10 Uhr in der Nähe des Friedhofs auf der Wiese des ehemaligen Sporthotels Katzenstein. Bei hoffentlich noch schönem Herbstwetter geht es rund um Pobershau. Unterwegs wird mit Gedichten und Anekdoten an den im Jahr 2010 verstorbenen Pobershauer Heimatdichter Willi Löschner erinnert. Eine Mittagspause wird in der Traditionsgaststätte Grüne Linde eingelegt. Und alle weiteren wichtigen Informationen erteilt Ihnen der Wanderleiter Karl Kraus unter folgender Telefonnummer: 03735 66 98 60. Liebe Zuschauer, es kann jeden treffen. Bei uns geht es um die ersten Marienberger Pflegetage. Das Seminar mit fachpraktischen Vorträgen für Angehörige von Pflegebedürftigen und Pflegepersonal findet am 25. und 26. November in der Scheunenwirtin in Großrückerswalde in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt. Unter anderem geht es um folgende Themenschwerpunkte: das Messi-Syndrom, die hilflosen Helfer, Burnout in der Pflege und multiple Persönlichkeitsstörung. Die Informationen zum konkreten Ablauf erhalten Sie im Internet auf www.helmert-seminare.de. Anmelden können Sie sich unter kontakt@helmert-seminare.de und unter folgender Telefonnummer: 03735 66 18 88. Am Freitag, dem 8. Oktober um 19 Uhr im Theater Variabel, da erfahren Sie alles über die Entdeckung des kältesten bewohnten Ortes der Welt. Nach einer Weltumradlung, der Kajaktour auf der Lena, dem Europalauf und vielen anderen spektakulären Reisen unternahm Ronald Prokein, der Russland-Experte, seine siebte Tour, diesmal wieder mit Partner Andy Winter. Mit einem Lada Niva ging es in Richtung Osten. Von Rostock aus fuhren sie über Russland in die Mongolei, weiter nach China, Laos, Thailand, Malaysia, Singapur bis Australien. Das ist mal eine Reise. Die Hauptmission dieser Reise war allerdings der erstmalige Aufbau zweier Wetterstationen in, Achtung, Jutschugai in Nordsibirien. Das sollte nämlich beweisen, dass es einen noch viel kälteren bewohnten Ort auf der Welt gibt, als bisher im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet. Enger Kooperationspartner dieses Projekts ist der Meteorologe Jörg Kachelmann. Der wohl bekannteste Wetterfrosch Mitteleuropas stellte nämlich die wissenschaftlichen Messinstrumente zur Verfügung. Ja, in der letzten Sendung konnte man noch von Frühlingsgefühlen sprechen angesichts der Temperaturen da draußen. Ja, letzte Woche war es dann aufgrund der stürmischen Wetterlage doch eher Kopfschmerzwetter und wir schauen mal, was uns nächste Woche so erwartet. Der November gibt seinen Einstand mit kühlen Temperaturen, die sich im Großen und Ganzen im einstelligen Bereich bewegen. In Zahlen: tagsüber werden bis 9 Grad erwartet, in den Höhenlagen unseres Sendegebietes etwas darunter. Am Himmelstheater gibt es eine Vorstellung mit Sonne, Wolken und leichtem Regen. Im weiteren Wochenverlauf lässt die Regenintensität nach. Der größere Sonnenanteil lässt die Temperaturen leicht ansteigen und es werden Werte bis 12 Grad erwartet. Schnee ist noch nicht in Sicht. Etwas zum Gruseln haben wir auch im Programm, nämlich unser MEF-Kompakt-Horoskop. Angezogen von allem Mystischen und Geheimnisvollen entdecken Sie diese Woche die dunkle Seite in sich. Halten Sie Ausschau nach Gleichgesinnten. Ein perfekter Ort dafür wäre die Halloween-Party um die Ecke. Als Vampir verkleidet können Sie bestimmt Eindruck schinden. Rein nach dem Motto Dreck ist spannend, leben Sie in Ihrer Messi-Wohnung erquickt und fröhlich. Warum nur schauen die Nachbarn immer so komisch?
Bestimmt haben Sie nur etwas Schlechtes gegessen. Im Berufsleben liegen Sie ganz weit vorn. Dank Ihres großen Durchhaltevermögens sind Sie noch nicht schreiend aus dem Bürogebäude geflohen, als Ihr Chef aus einem wahnwitzigen Impuls heraus beschließt, die Inneneinrichtung zu zertrümmern. So, liebe Zuschauer, wir nähern uns dem Ende dieser Ausgabe. Wir haben aber noch die Blitzerinformationen für Sie. Die finden Sie wie gewohnt im Internet auf www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Das war's für diese Ausgabe. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal, Ihr MEF-Kompakt-Team. Und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. MEF Kompakt wurde Ihnen präsentiert von Pulsschlag, dem Bike- und Sportspezialisten im Erzgebirge. Ihr Fachhändler für Mountainbikes, E-Bikes, Tourenräder, Trekkingräder, Rennräder und Kinderfahrräder. Ja, es ist wieder soweit. Wir feiern Geburtstag am 9. November und Sie feiern mit. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr in unserem Geschäft an der Natschung 2 in Olbernhau-Grüntal. Es erwarten Sie zahlreiche Sonderangebote mit bis zu 50% auf Auslaufmodelle. Des Weiteren gibt es Neuheiten und Ausblicke auf die kommende Radsaison und vielleicht sogar die ersten Weihnachtsgeschenke. Nutzen Sie die Chance und testen Sie die E-Bikes und das Enduro-Bike beim Geburtstag von Pulsschlag am 9. November von 10 bis 18 Uhr an der Natschung 2 in Olbernhau-Grüntal.